Herzlich willkommen zu Deus Ex, einem uralten Klassiker und einem meiner Lieblingsspiele. Das Spiel ist im Juni 2000 erschienen und ist mittlerweile fast 15 Jahre alt, aber durch eine Modifikation, die ich vor kurzem gefunden habe, die Texturen und Renderer und das Spiel selber updatet, schaut es wieder einigermaßen gut aus, sodass es wieder, sage ich mal, spielbar wird, für alle, die das noch nicht kennen. Es hat damals ein ganzes Genre definiert. Man kann nämlich das Spiel spielen, wie man will. Das heißt, man hat ein Missionsziel und wie man das löst, bleibt einem selbst überlassen. Man kann sich durchschießen oder reinschleichen und noch ein paar andere Wege. Also man kann sich das selber aussuchen. So, ich habe da mal ein paar Sachen hochgelevelt. Computer, Elektronik, Schlösser knacken und meine Fähigkeiten mit der Pistole. Namen lassen wir und starten wieder das Spiel. Your appointment to FEMA should be finalized within the week. I've already discussed the matter with the senator. I take it he was agreeable? He didn't really have a choice. Has he been infected? Oh yes, most certainly. When I mentioned that we could put him on the priority list for the Ambrosia vaccine, he was so willing it was almost pathetic. This plague, the rioting is intensifying to the point where we may not be able to contain it. Why contain it? Let it spill over into the schools and churches. Let the bodies pile up in the streets. In the end, they'll beg us to save them. I've received reports of armed attacks on shipments. There's not enough vaccine to go around, and the underclasses are starting to get desperate. Of course they're desperate. They can smell their death, and the sound they'll make rattling their cage will serve as a warning to the rest. I hope you're not underestimating the problem. The others may not go as quietly as you think. Intelligence indicates they're behind the problems in Paris. A bunch of pretentious old men playing at running the world. But the world left them behind long ago. We are the future. We have other problems. UNATCO? Formed by executive order after the terrorist strike on the statue. I have someone in place, though. I'm more concerned about Savage. He's relocated to Vandenberg. Our biochem corpus is far in advance of theirs, as is our electronic sentience. And their ethical inflexibility has allowed us to make progress in areas they refuse to consider. The augmentation project? Among other things, but I must admit that I have been somewhat disappointed in the performance of the primary unit. The secondary unit should be online soon. It's currently undergoing preparation and will be operational within 6 months. My people will continue to report on its progress. Necessary, the primary will be terminated. We've had to endure much, you and I, but soon there will be order again. A new age. Aquinas spoke of the mythical city on the hill. Soon that city will be a reality, and we will crown its kings. Are better than kings. Gods. Yeah. Und schon sind wir da. Schaut eindeutig besser aus wie früher. Heads up, JC. Your brother Paul is on his way to meet you at the dock. The NSF is raiding the island and shots have been fired. I repeat, find Paul. I will monitor your situation from HQ. Okay, Paul ist der auf mich zugelaufen kommt und ist mein Bruder. Welcome aboard, Agent. Paul, I thought you were in Hong Kong. Welcome to the Coalition, JC. I might as well start using your code name. Think I'd miss my brother's first day? Didn't think you'd have a choice. What's going on? The NSF. They hit one of our shipments. A few of them got away, but we trapped the rest in the statue. What are we waiting for? Looks like a textbook assault. The NSF took one of our agents hostage. The bots are holding the perimeter, but my orders are to hold back and send you in alone. I think someone high up wants to see how you handle the situation. All I've got with me is a pistol and an electric prod. I don't mind a test. But UNATCO better issue some hardware. Remember that we're police. Stick with the prod. It'll stun your opponents or knock them unconscious. A non-lethal takedown is always the most silent way to eliminate resistance. Just in case, though, Manderly wants you to pick an additional weapon. A sniper rifle, a GEP gun, or a mini crossbow. Ich werde versuchen, so lautlos und nicht tödlich wie möglich vorzugehen. Das heißt, ich nehme den mini crossbow. The crossbow. Sometimes you've got to make a silent takedown. Good thinking. With these tranquilizer darts, you'll have another non-lethal way to take down an enemy in addition to the prod. I get the idea. What's the first move? I'm going to give you a map of the island.
If you can get to the North Dock, a UNATCO informant will give you a key to the statue doors. He responds to the code phrase, iron and copper. You could avoid a lot of fighting, though, if you found a back way to the statue. I'll see how it looks on shore. Your primary objective is the makeshift command center the terrorists have installed at the top of the statue. But don't forget about Agent Herrmann. We think he's being held on the ground floor. What are my orders when I reach the command center? Interrogate the leader. We don't yet know why the terrorists would risk an open assault. Okay, also die Freiheitsstatue, der übrigens der Kopf fehlt nach einem Terroristenanschlag, jedenfalls in der Spielgeschichte, ist von Terroristen eingenommen worden. What's your take on the situation, Corporal? Oh, ich kann mit dem auch reden. The boss had them bottled up, sir. We'd go right in if it weren't for the whole back order. How'd they get one of our agents? Gunter went rogue on us. When the order came, he wouldn't pull back. Now you get to bail him out. Okay, kann ich weiterreden? Ja, danke. Sehr freundlich. Ja, die haben also die Freiheitsstatue übernommen und einen unserer Agenten als Geisel genommen. Und ich muss den jetzt rausholen. Das heißt, ich kann jetzt wieder reingehen und alle abknallen, was relativ schwer ist, wenn man nicht gut ausgerüstet ist. Oder man versucht, sich reinzuschleichen. Was ich versuchen werde. Aber vorher, da ich noch ein paar Sachen von früher weiß. Ist da was runtergefallen, oder? Ich habe gerade keine Ahnung, wie lange ich die Luft anhalten kann. Aber gut, da war anscheinend nichts drin, oder ich habe es nicht gesehen. So, das ist mein Inventar. Das werde ich mal ein bisschen umordnen, weil Pistole möchte ich gar nicht einsetzen. Ich brauche das Brecheisen, um Kisten aufzubrechen. Ich kann Leute betäuben, indem ich sie ja mit einem Elektroschocker runter... K.O. Schock. Oder ich kann sie mit dem Mini-Crossbow betäuben. Man hat auch noch... ja, das Spiel ist sehr tiefgängig, sage ich mal. Man kann zum Beispiel, wenn man in den Kopf getroffen wird, muss man den Kopf heilen. Also es gibt verschiedene Körperteile, die man einzeln heilen muss. Es gibt sogenannte Augmentations, also der ist, sagt man es am besten, elektronisch augmentiert. Oder elektronisch, ja, mechanisch, elektronisch. Na, mechanisch ist es nicht. Er hat so Nanocomputer oder Roboter in seinem Blut, wo er besser sehen kann, schneller laufen kann. Das ungefähr in der Richtung. Dann kann man Skills hoch trainieren, wenn man die Punkte hat. Da stehen die Punkte, die Missionsziele, Konversationen, die man gehabt hat. Also man kann alles nachlesen. Das ist ganz praktisch, die Karte. Wir sind nämlich da unten, soweit ich weiß. Wir müssen da irgendwo rein. Die Frage ist, drüben ist noch ein anderes Dock. Und schauen wir, was dort ist. Also versuchen wir mal, sich reinzuschleichen. Das Video wird wahrscheinlich länger werden. Weil das Spiel relativ großflächig ist. NSF everywhere, JC. Your orders are to shoot on sight. A UNATCO informant on the North Dock can get you inside the statue. Look for a bomb. Identify yourself with the phrase iron and copper. Okay, wir müssen sogar zum North Dock, weil da ist nämlich ein Informant, der für uns arbeitet. Wie viel Schuss habe ich eigentlich? Okay. If you want to make a covert approach, remember the Academy stealth course. Stay out of their field of view, walk slowly to stay quiet, and crouch behind cover. Or if you have to get your hands dirty, remember that a headshot is a lethal takedown. Also, was mich jetzt schon stört, das Inventarsystem, dass Sachen, die man aufhebt, automatisch ins Inventar gegeben werden. Auch wenn man das nicht will. Ich will nämlich ein paar freie Slots haben. Ah. Man muss Sachen wegstecken, dann kann man auch Sachen aufheben. Wow. Gut, dass die KI früher nicht so gut war, die künstliche Intelligenz, weil in heutigen Spielen hätte mich da gesehen. Naja. Ich sehe genau gar nichts. Ich habe zum Beispiel eine Augmentation, nennt man das so, dass man im Dunkeln sehen kann, was praktisch eine Taschenlampe ist. Okay, mit dem komme ich nicht weit, weil ich noch so schlecht bin mit dem Crossbow, dass das Fadenkreuz nicht zusammengeht. Also ich treffe auf die Entfernung aber gar nichts. Und eine andere Sache, die ich umstellen will, ist, dass man nicht immer C gedrückt halten muss, damit man... Pink, da haben wir schon. Weil in dem Spiel muss man viel schleichen. Das heißt, ich werde schauen, dass ich den... Elektrifizier.
mich keiner sieht. Scheiße, das hat mich gesehen. Okay, wirklich abhauen kann man da glaube ich gar nicht. Ich weiß es nicht mehr. Okay, ich stelle mich nicht unbedingt gut an. Ja, auch nicht unbedingt, aber ja. Au. Wann wird denn der endlich bewusstlos? Ich laufe jetzt einfach einmal zurück. Ah, oh, läuft man da wirklich nach? Nein, denke ich mal. Da ist ein Sicherheitsroboter von uns. Er läuft doch nach. Okay, dann müssen wir halt im Brecheisen auf und losgehen. War zwar nicht so gedacht, aber ja, ich glaube, ich soll doch die Pistole einstecken. So wie ich mich anstelle, werde ich es brauchen. Lustige ist, die Sache ist jetzt vorbei und alle anderen wissen nichts davon. Das heißt, es wird kein großflächiger Alarm ausgelöst. Ja, was halt auch wieder. Wobei, da sieht man auch wieder das Alter von dem Spiel. Das Witzige ist, die Hauptzentrale von der Organisation, der ich angehöre, ist genau in der Mitte von dieser Szene. Das heißt UNETCO HQ. Das ist mein Hauptarbeitgeber. Da hat ein Helikopter. Right. How you guys holding up? UNETCO command made us pull back. I guess for Gunther's sake. What's the deal? We're ready to go in. I can't speak for command, but I'm gonna clean the place out. I hear you. Adderley's right. You nano-orgs are born and bred killers. I do my best. Better load up. There are some crates of ammo stashed in the antenna shaft behind the helipad. Might also want to check out the comm van next to it. The code's 0451. Thanks, I won't let you down. My tactic, when there's no cover like this, is to pick them off from 50 or 100 paces with a scope. What do you think? I scored an extra one from a couple of thugs we dropped down by the dock. You can have it for 700 credits. I also picked up some 10mm crossbow tranquilizer darts. Say 200 for one and 60 for the other. Shouldn't you turn that stuff over to the quartermaster? Sure, I will. As long as command has the rest of us on parade drill, someone might as well put this hardware to use. Hat er recht, ja. Kann ich mir das überhaupt leisten? Here's 60 for the tranquilizer darts. Time to clean house. Cool, passt. Ja. Gut, das heißt, der Kerl hat mir jetzt den Sicherheitscode für diesen Container gegeben. Ich könnte das Schloss hacken. Oder sogar die Tür aufsprengen. Ich meine, in dem Fall die Tür nicht, weil da steht dabei Lock Strength. Infinite, also man kann die Tür nicht aufsprengen. Aber da ich den Code habe, der übrigens nirgends angezeigt wird, also ich kann ihn nachlesen oder ich merke man, aber wenn ich das Schloss aufmachen will, steht nicht, wenn ich zum Schloss hingehe, automatisch der Code dabei. Das heißt, man sollte mitschreiben. Da ist ein Security Terminal, dass man die Kameras hacken kann. Und da ist eine Box. Mit einem Multitool, mit dem kann man auch Schlösser aufmachen. Und die Luke kriegt man auch auf, indem man hier einsteigt. Kann ich das hacken? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wie Hacken funktioniert. Ja. Gut, das heißt die Kamera. Die Kamera ausgeschaltet und die Luke aufgemacht. Hoffe ich jedenfalls. Ja. Dafür kriegt man auch Skillpunkte, mit denen man später upgraden kann. Und ich habe eine EMP-Grenade bekommen. Kann ich die wieder zumachen auch? Ja, sehr gut. So kriegt man auch zusätzliche Sachen. Hier eine Ratte. Ich weiß nicht mehr, ob man die. Ja, man kann sie vielleicht töten. Ich bin einfach zu schlecht dafür. So, ich werde jetzt nicht ins Hauptquartier reingehen, weil unsere Mission ist es, die Terroristen aufzuhalten. Davon ist der Haupteingang zur Statue. Der Eingang wird schwer bewacht. Be careful. The NSF has set up patchwork security systems here.
Mir ist aufgefallen, dass die ganzen Anzeigen Inventar etc. und der Text relativ klein ist. Okay. Das Login für die gegnerischen Computer ist NSF001 und das Passwort ist Smash the State. NSF001, Smash the State. Das muss ich mal merken. Gegner. The NSF put a commercial grade security bot in this area. You can either avoid its patrol route or, if you're feeling lucky, try and take it out with the EMP grenades or explosives. I wouldn't recommend taking it on with small arms. Habe ich nicht vor, ich will mich vorbeischleichen. Aber zuerst will ich mich heilen. Nämlich Torso ist ziemlich weg. Okay, und ich habe nur ein Health Kit gehabt. Der ist weggegangen, okay. Ich weiß nicht, wo der kleine Roboter ist. Du hast nichts gesehen und schon gar nicht gehört. Ja, in heutigen Spielen wäre so eine Dynamik natürlich ganz anders aufgebaut. Naja, heute wird die künstliche Intelligenz auf die Vögel reagieren, die dort herumlaufen. Oder die wegfliegen. Du bist auch böse, ja. Okay, der ist rot, das ist das Böse. Und zum Norddock und da sagt man dann, wie ich da reinkomme. Oh, ich glaube, der dreht sich gleich um mich so laufen. Ja. Wie gesagt, das Spiel ist schon sehr alt. Spielt sich aber gerade durch diese Modifikation, die ich heruntergeladen habe, wieder sehr gut, muss ich sagen. Also auch wieder. It all happened an hour ago. The barge docked and the NSF moved right on in, offloading the cargo into speedboats. Our undercover man Harley Philbin should be somewhere out on the docks now. Okay, Munition, Raketen, die ich nicht brauche. Sache gegen. That's him. He's a cop. Ich kann ihn betäuben und dann K.O. schlagen. Ich hoffe, dass der irgendwann einmal umfällt. Eigentlich habe ich ihn betäubt. Ja, und tut was weh. Kippst du bitte endlich um? Also. Puh. Mir wäre lieber, wenn man die mit Betäubungspfeilen in den Kopf trifft, dass die auch sofort umfallen. Und nicht erst noch auf mich schießen können. So, das soll. Ja, genau. Da ist ein Health Kit. Das kann ich immer brauchen, so wie ich mich anstelle. Ah, das werden wir gleich benutzen. Damit wir wieder da ganz geheilt sind. Eine Dose. About time you showed up. Iron and copper. The statue is copper on an iron frame, right? Passwords enough, pal. Don't think you know something about the lady I don't. My dad did tours out here. I heard that you can get me inside. Depends. You get your man out, take back the statue, whatever. But I know the commander and I don't want to see him get hurt. Here's a picture so you don't make a mistake. You can trust me. Then I'll take your baby. Word. Here's the key to the front entrance. Commander's not much of a soldier. He'll surrender as soon as he sees you. I need him alive because he's my main contact at the NSF. If he's dead, I don't have much of a business. Okay. Thanks. Ich werde versuchen, den Typen am Leben zu lassen, aber zuerst schauen wir, was da drin gibt. Brecheisen habe ich, Feuerlöscher will ich nicht, Messer habe ich auch. Ich weiß nicht, was ich die ganzen Flares brauche. Komm einfach drehen. Hui. You with Philbin? I get a cut for bringing him over. Tell me what you know about the NSF operation. I'm not that high level. The more elite troops, they're the ones that took over the ship and unloaded it into speedboats. I think we're supposed to be a diversion. A ship? That's all I know. The commander gave me a 10mm clip, a box of 30-06 ammo and some crossbow darts and said keep your head down. Like I'm gonna take on your NATCO troops. Want them? You can have the clip for 175, the 30-06 for 300, and the darts for 50. But if I was you, I'd avoid a head-on attack altogether and not even use the key Philbin got. I'd go in the statue from the back. Less security that way. Ich nehme die darts. 50 for the darts. The commander's the whole reason my neighborhood turned into a war zone. Somebody should stick him full of these things like a roast pig. Hm. Okay, sie hat mir gerade das gesagt, was mir der Typ nicht gesagt hat. Er hat mir nämlich einen Schlüssel gegeben, dass ich reinkomme. Aber sie hat mir gesagt, dass es auch eine Hintertür gibt.
bei der Statue. Und die werden wir versuchen zu finden. Wenn ich einmal wirklich rausfinde, wo da vorne und hinten ist bei der Statue, weil ohne Kopf. Ich finde da. Das sieht man nicht so auf dem Foto. Okay, da ist vorne. Also theoretisch bin ich. Gehöre ich da zur Hintertür. Ich probiere es mal da. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich da richtig orientiert habe. Aber das kommt mir bekannt vor. Okay, das ist nicht hoch genug. Da geht er noch. Das sind mehrere Boxen, die ich aufeinander stapeln kann, damit ich darauf komme. Jetzt ist mal der Weg. Ich hätte die. So schaut das Faden ganz, ganz gut aus. Aber wenn man über einen Gegner geht, ist das so weit weg. Und ich habe nicht genug Skillpoints, dass ich mich verbessere. Der Dart ist ja noch schlechter. Ah, ist genau das Gleiche. Aber der Dart gefällt mir nicht, weil der knockt die Gegner nicht sofort aus. Obwohl, ich glaube, wenn man sich anschleicht von hinten, dass man die in einem Schlag ausschalten kann. Ich bin mir nicht mehr sicher. Probieren wir es einfach aus. Oder auch nicht. Super. Ich weiß nicht, warum das nicht funktioniert hat, obwohl es eigentlich funktionieren sollte. So, ich krieg nur. Achso, das war für die Pistole, okay. Warum kann ich da nicht raufhupfen? Ich meine, da könnte ein Fünfjähriger raufkraxeln. Aber ich, der Super Special Agent, kommt da nicht drauf. Das ist. Ein bisschen komisch. Da geht einer. Da ist der Kopf der Statue übrigens. Der wird dort gelagert und das ist jetzt ein großes Denkmal gegen den Terrorismus. Und deswegen ist auch die Antiterrororganisation, der ich angehöre, dort angesiedelt. Erst, das sind ja mehr Leute. Du bist ja weg, oder? Ja. Darauf ist der Eingang. Der soll weitergehen, der auch. Lauf, 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 lauf. Ich hoffe, dass man jetzt da keiner über den Weg rennt. Schaut ruhig aus. Da ist der Eingang, dort wo ich hin muss. Aber, wenn ich mich richtig erinnere, ja, da sind Gasgranaten. Die kann ich entschärfen. Ha, meine. So kriegt man Gasgranaten. Wenn man zu lange dort stehen bleibt, macht's bumm. Ich könnte eigentlich gegen den Gegner verwenden. Ihr seht mich nicht. Warte mal. Den Fehler habe ich schon einmal gemacht. Genau, ich muss rauf. Der Weg runter ist der Weg, den ich eigentlich genommen hätte, wenn ich den vorderen Eingang genommen hätte. Agent Herman remains in captivity on the ground floor, but we can probably get him out. Keep moving. Whoops, ich glaube, der ist auch oben. Ah, vergiss ihn, Agent Herman. Er ist ein Unsinn-Butler. Heißt übrigens Herman, weil er Deutscher ist. Some news, JC. The NSF targeted a shipment of the plague vaccine Ambrosia. We can't locate it. See if the leader will surrender when you reach the command post. We'd like to interrogate him.
Let's get out of here. I'm standing my ground. The troops pulled back. They must be sending agents. Gut, speichern wir hier mal. So, die zwei sehen mich nicht. Das heißt, ich kann da weitergehen, hoffentlich. Ja. Es ist ein sehr schleichlastiges Spiel, wenn man will. Easy. We want you to take this one alive and conscious. Find out what you can about the shipment, then turn him over to one of the troopers. Ja, ich hab nichts anderes vorgehabt. Don't shoot. I surrender. Flasche. So you think you know better than FEMA what to do with this month's Ambrosia shipment? You're too late. It's on its way back to the people, and you can't do a damn thing about it. Tell me about the shipment and order the troops to pick you up as a prisoner instead of a corpse. Yeah. Tell me about the shipment and I'll order the troops to pick you up as a prisoner instead of a corpse. Ask away. We already won this round. Where are you taking it? We're just giving ordinary people the same chance to survive as the bureaucrats in Washington. You'll have to unload in New York because the choppers would spot you at sea. I think the government made the plague on purpose to get rid of the population growth. Das hat, seine Antwort hat überhaupt nichts mit dem zu tun gehabt, was ich gesagt habe. I will pass on your orders to the troopers. Report back to base on the west side of the island. Mission complete. Tschüss. Außer, dass ich ihn... finally let us loose. We were right behind you and cut through them like a hot knife through butter. Dass ich ihn Agent Hermann nicht... Ah! Da liegen Zigaretten, mit denen fange ich nichts an. Kann man die durchsuchen? Ah, da ist nichts mehr. Heißt das, dass unten die restlichen Gasgranaten noch weg sind? Ja. Die Mission habe ich gut erfüllt, abgesehen davon, dass ich ihn Agenten Hermann nicht gerettet habe. Okay, die sind alle schon durchsucht anscheinend. Aber die Granaten sind noch da. Puh, das war knapp. Und da ist keine. Und die habe ich schon. Okay. Heißt, ich muss zurück zum Hauptquartier. Ja, durch das technische Update ist es gut, also besser geworden. Aber es leidet halt trotzdem noch, allein schon von der Spielmechaniken her, oft an seinem Alter. So, das Stiegenhaus, in dem ich jetzt bin, wäre eigentlich der Hauptweg gewesen. Und das ist die Eingangshalle. Jetzt bin ich alles umgangen, indem ich mich reingeschlichen habe. Man kann, glaube ich, auch ein paar Bankomaten hacken. Oder wenn man kommt dort, kann man es da eingeben. Und kann Geld klauen. Ist nicht unbedingt freundlich, aber hey, es funktioniert. Also man hat viele, viele Möglichkeiten. Passt. Ich habe gerade $100 geklaut von irgendeinem Konto. Ah, da liegen noch die Sachen. Cool. Ah, da hätte ich den Strom abschalten können. Da war der gut eingesperrt. Ich hätte, wenn ich einen Fehler gemacht hätte, hätte er, glaube ich, auch sterben können. Oder er wäre verletzt worden. Den Computer hätte ich hacken können. Probieren wir das mal. NSF 001. Smash the state. Ja. Wow. Ich hätte fast... Ich habe es anscheinend so eingestellt, dass das Ding auf mich losgeht. Das heißt, wir laufen jetzt. Ist da noch was ich mitnehmen kann? Nein. Bringt das was? Vielleicht Energie, ich weiß es nicht. Man braucht einen Lockpick, dass man da reinkommt. Wie viel habe ich? Niemand da? Zwei. Ist nicht wirklich wert. Vor allem, weil ich nicht weiß, was dahinter ist. Aber ich glaube, wenn ich stark genug bin, kann ich die auch wegnehmen. Da liegt was oben. Gibt es da irgendwo eine kleine Box, auf die ich draufspringen kann, weil mein super toller Special Agent ist nicht gut genug, dass er darauf hupft. Und draußen was? Das könnte gehen. Probieren wir, ob wir darauf kommen. Ich habe das noch nie probiert.
Ja. Ah, cool. Irgendwelche Tech-Goggles. Ich da rüber. Cool. So spart man sich's Einbrechen. PS20, das ist so eine kleine Pistole. Ja, und das ist der ATM-Account, den wir vorher gehackt haben. Ein Health-Kit. Ich sehe nix. Wow, da gibt's Clipping-Fehler. Ja, der Mod ist nicht perfekt, aber macht das Spiel einiges besser. Um einiges besser. Kann ich dann noch überall hin? Es ist schon so lange her, dass ich das Spiel gespielt habe. Es gibt auch einen zweiten Teil. Der war... mir hat er gefallen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ihn durchgespielt. Aber es war nicht so gut, bei weitem nicht so gut, wie der erste Teil. Ja, Ruhe. Und dann kam vor nicht allzu langer Zeit Deus Ex Human Revolution, was eigentlich zeitlich vor dem ersten Teil spielt, aber ein verdammt gutes Spiel war. Das habe ich auch 3-4 Mal sicher schon durchgespielt. So, ich verlaufe mich gerade, da muss ich lang. Was wie gesagt auch ein verdammt gutes Spiel war. Könnte ich auch spielen, wenn ihr wollt. Also, ich zeige euch jetzt nur mal das erste Deus Ex. Wenn euch, wenn ihr mehr von dem Spiel sehen wollt, dann sagt mir Bescheid. Dann mache ich mehr Videos. Wenn ihr vielleicht Deus Ex Human Revolution sehen wollt, sagt mir Bescheid, dann fange ich das an. Weil das ist auch sehr, sehr gut und würde ich auch gerne spielen. Wir speichern jetzt noch einmal. Und bevor wir zu unserem Bruder gehen und die Mission beenden, möchte ich mich hiermit verabschieden von diesem Klassiker-Video. Das erste Deus Ex. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bitte Daumen nach oben. Wenn ihr mehr sehen wollt, bitte in die Kommentare schreiben. Das war ein Classic-Rerun, kann man sagen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video.